macht's kein Damm-Damm, hört man meist von denjenigen, die die Opulenz von Begräbnissen scheuen. Da, wo dann schon fast in den Himmel gelobt wird und furchtbar übertrieben wird mit der Honorierung. Einfach soll es sein. Aber dieses Einfach ist dann gar nicht so einfach für deine Angehörigen. Was darf ich denn dann wirklich vom Papa erzählen? Dass er Gemeinderat gewesen ist? Dass er Vizepräsident im lokalen Sportclub gewesen ist? Oder war das schon zu viel? Mitunter kann es da schon ganz hilfreich sein, wenn du dich mit den Deinen zusammensetzt und ein wenig an deinem Lebenslauf arbeitest. Weil dieser wird eines Tages eine wundervolle Grundlage und Informationsquelle sein. Schreib vielleicht mal auch selbst ein paar Anekdoten auf, die die Deinigen eines Tages auch bei deinem Begräbnis verwenden könnten. Erzählte Geschichten haben nämlich ein kleines Problem. Ich sitze dann nämlich mit deinen Angehörigen 20, 30, 40 Jahre später beisammen und sie können sich an nichts mehr erinnern. Hilf ihnen, sich darauf gut vorzubereiten, deinem Begräbnis den Stil zu geben, den du dir gemeinsam mit ihnen für dich wünschen würdest. Ja, aber Vorsicht! Für viele ist die Extremsituation, ein Begräbnis organisieren zu müssen, eine irrsinnige Stresssituation. Und auch wenn man da helfen möchte, bedeutet das nicht, dass das, was man gut gemeint hat, in dieser Situation der Entscheidungen und der Planung auch wirklich das zu helfen vermag, was man sich für seine Angehörigen und seine Liebsten wünschen würde. Ein kleines Beispiel. Sagen wir, der Papa war selbst ein fleißiger Friedhofsgeher und hat erleben müssen, wie im Laufe der Jahre all seine Freunde weggestorben sind. Er kam sich einsam vor und er lernte eine Einsamkeit kennen, die er so in seinem Leben vorher nie erfahren hatte. Genau dieses Erlebnis möchte er seinen Hinterbliebenen mit dem Satz ersparen, macht's ja kein Damm-Damm. Denn das hat er immer wieder in Opulenz und teuren Begräbnissen bei seinen besten Freunden und Familienangehörigen erlebt. Was ihm aber gefehlt hat, waren die Inhalte des Begräbnisses. Lass ihnen mitunter auch genügend freie Hand, um wirklich von dir sagen und zeigen zu können, wie sie dich gesehen und erlebt haben. Ein Dankeschön kommt immer nur aus dem Herzen derjenigen, die erlebt haben. Also von den Menschen, die dich erlebt haben. Ja, das bedeutet, du musst auch schon mal ganz offen mit ihnen über dein Begräbnis sprechen. Alles Gute dabei.